So Leute, willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Im letzten Part haben wir Sia pulverisiert, doch leider, oder vielleicht auch zum Glück, ist Gandalf wieder auferstanden in der Gerudo-Wüste und dort spielen wir ihn gleich mal, den lieben bösen Mann mit seinen Schwertern des Bösen, und jetzt bin ich gespannt, was uns hier so erwarten mag. Link and his friends defeated Sia and her legions, returning peace to Hyrule. But that peace would be short-lived. At the moment when Link drew the Master Sword from its pedestal, he had inadvertently broken the seal on the last spirit fragment's prison, setting it free to unite with the others. His spirit made whole, Ganondorf was reborn. His first act was to return to Gerudo Desert, the center of his power in Hyrule. Once there, he summoned the spirits of Zant and Ghirahim from their imprisonment to serve him. Finally, Ganondorf would hold the complete Triforce in his hands and wield its full power. Knowing his enemies were approaching, he built a stronghold in Gerudo Desert for the coming battles. With Zant and Ghirahim at his side, Ganondorf was poised to conquer Hyrule. The future was bleak for the forces of light. Ey, da haben wir aber noch ein Wörtchen mitzureden. Oder eben nicht, weil wir sind jetzt gerade böse. Ist das Rote böse? Also gut so in dem Sinn? Sind es unsere Gegner jetzt? Bin gerade ein bisschen... wir können nicht verlieren. Keine Voraussetzung für eine Niederlage. Also, wir sind böse. Wir können nicht verlieren. Ich find's cool auf jeden Fall. Natürlich können wir verlieren, aber... Wir müssen auf nichts achten, sagen wir es mal so. Besiege einfach alle Feinde. Okay. Skald wird wahrscheinlich wieder bei 1000 Gegnern nehmen. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie Ganondorf so drauf ist. Und da ist er, der werte Herr. Mit seinen Koteletten und seinen Dienern des Bösen. Botox-Lippe und Botox-Gesicht. Es gibt da etwas, das ich will. Und ich habe alles, was ich brauche, um es zu erlangen. Das Triforce wird mir gehören. Yeah, wie so ein paar einsame Cowboys streift er durch die Wüste. Okay, dann schauen wir mal erstmal, was der für Attacken drauf hat. Einmal die hier. Yeah, Schwertmeister der 33. Ebene. Dann schauen wir die hier. Oh, da dreht er einfach durch. Und jetzt noch die Vierer-Attacke. Die Vierer-Attacke ist... What the fuck? Eine Genki-Dama? Was war das für eine geile Attacke? Moment. Hä? Leute, sind das nicht unsere... Sind das nicht die Bösen, die wir hier töten? Und wir sind ja auch böse. Wieso greifen wir böse Leute an? Weil wir sind ja selbst böse. Was ist das für eine Anzeige da? Aha, okay, stimmt, da habe ich ja das gelesen, dass ich die Anzeige steigere, wenn ich Gegner töte. Hier komme ich nicht durch. Okay, ich muss erstmal die hier besiegen. Dass ich die Anzeige steigere, wenn ich Gegner töte und dann, oh Junge, sind hier viele. Machen wir die einfach mal kaputt und schauen, was er für eine Spezialattacke hat. Nämlich Blitze des Todes. Sehr geile Sache. Sehr, sehr cool. Okay, Gandalf gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich sagen. Oh, ich merke gerade, der ist Level 1. Das ist Level 1, wie süß. Oh, was zur Hölle? Wie? Wieso? Ich habe ihn von hinten angegriffen und sein Feuer hat mir trotzdem Schaden gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Aber könnt ihr mir erklären, wieso ich gegen eigentlich... Ah, hier könnte schon mal der Herzcontainer sein. Und? Natürlich nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach, wenn er so nah an meinem Startpunkt gewesen wäre. Genki-Dama des Todes! Yeah! Seine Moves sind richtig cool und Gandalf sieht eigentlich auch richtig cool aus. Also ich bin jetzt keiner, der immer sagt, oh, nur weil er böse ist, sieht er cool aus. Aber der gefällt mir auch. Auch seine Animation und seine Bewegungen sehen richtig cool aus, meiner Meinung nach. So, du darfst sterben. Ist es vielleicht so... Was ist denn hier? Ist es vielleicht so, dass, okay. Torhüter oder Torwärter. Ein Kerker wurde entdeckt. Oh, Secret. Hier könnte wahrscheinlich die Skaltula sein. Ja, weil hier ist sonst nichts. Okay, hier wird dann wahrscheinlich die Skaltula auftauchen. Nehme ich jetzt mal an.
und wir machen uns weiter auf den Weg, alle Festung zu erobern. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wieso wir jetzt gegen böse Truppen kämpfen, ist, dass das Sias Truppen sind. Und die sind dadurch, dass Sia gestorben ist, zur anderen Seite übergewechselt, die Verräter. Sonst verstehe ich es nicht ganz. Ihr könnt es mir auch gerne erklären. Fuka, das steht doch immer unten in den Texten. Wieso liest du die Texte nicht? Ja, ich lese nicht, weil ich nicht immer kann, weil ich ein bisschen beschäftigt bin mit Kämpfen. Und ich weiß, dass ihr wahrscheinlich alle Multitasking-fähig seid, wie sonst was, und das alles gleichzeitig machen könnt. Ich kann es halt leider nicht. Tut mir leid dafür. Es sei mir hoffentlich verziehen. Dankeschön, danke, danke, liebe Anke. So, stirb endlich Hexafluss. Aber auch wenn wir jetzt Level 2 sind, wirklich schwierig wird es dadurch nicht. Aber ich glaube, das Level macht jetzt auch nicht so einen Unterschied, glaube ich, weil wir bekommen zwar ein bisschen mehr Angriffsstärke und klar, das hilft uns weiter, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht so der entscheidende Punkt, denke ich jetzt einfach mal. Oh, hier sind schön viele Gegner auf einem Haufen. Das gefällt mir viel besser, als wenn immer nur einzelne Gegner da vorhanden sind. So töten wir die einfach mal und dann taucht auch der Festungshauptmann auf. Das geht flotti palotti. Das Gute, aber auch gleichzeitig Schlechte hierbei ist, dass wir sowohl die Skulltula finden müssen, also was heißt müssen, wollen, als auch das Herzteil und den Herzcontainer. Komm, mach deine Attacke, Junge. Hier, spüre meine Kraft. Nein, nein, oh Gott. Ey, was ist denn los mit dir? Hier, finsterer Arm der Finsternis. Und damit ist er schon tot. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, über die Brücke rüber. Kann das sein? Ist dies possible? This is, I think, really possible. I think so. So, ich habe kurz mal geschaut, wie es mit unseren Hauptmännern, nämlich Santo und Girachim, aussieht. Aber die sind eigentlich noch ganz gut zu Fuß. So, ey, wir haben fast schon 1000 Feinde besiegt, ne, gerade. Das heißt, bald kommt auch schon die Skulltula. 66, 69 wäre natürlich besser gewesen, aber mit 66 gebe ich mich auch zufrieden. So, ich würde eigentlich gerne noch die Festung hier links erobern, bevor ich mir die Skulltula hole, weil ich bin mir relativ sicher, dass die dort rechts unten ist, dort, wo wir die, Dings da, den Kerker da gefunden haben, dieses Geheimnis da, wo die Nietenranken waren. Versteht ihr schon? Versteht ihr schon? Ne? Versteht ihr schon? Okay. So. Gut, dann erlegen wir erstmal die hier. Das ist ziemlich cool, wenn wir immer so viel Spezialangriff haben. Ich habe Gandalf geskillt, bevor ich mit ihm gekämpft habe. Also das war im letzten Part, deswegen, beziehungsweise direkt nach dem letzten Part, deswegen erinnere ich mich nicht mehr so sehr dran. Oh, wir haben schon über 1000 Gegner besiegt. Jetzt sollte bald mal die Skulltula auftauchen. Aber ich mache noch schnell die Festung hier platt. So, komm. Damit wir hier nicht nochmal hin müssen extra. Na, komm. Oh, puh, das Blöde ist, wenn ich einmal im Angriff drin bin, dann kann ich nicht abbrechen. Was? Was macht die Skulltula da oben? Was machst du da oben, Skulltula? Oh, puh, das ist ja noch ein weiterer Weg als eh schon. So, komm, das erobere ich noch. Und dann gehen wir sofort zu Skulltula hin. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie lange die da ist, weil bislang habe ich sie immer relativ schnell gefunden. Das Problem ist aber, dass die ziemlich, ziemlich weit weg ist. Oh Gott, und hier sind ziemlich, ziemlich viele gegnerische Horden. Aber darauf kann ich jetzt leider nicht Acht geben. So, schnell zu Skulltula hin. Herzteil haben wir noch. Nee, wir haben noch gar nichts. Oh Gott. Und schon die Skulltula. Ich weiß nicht, das geht ziemlich schnell. Ich schaue mich auch so ein bisschen um, ob ich da irgendwo einen Dingen sehe, einen Felsenhaufen, den ich zerschmettern kann, damit, ich höre sie schon. Da ist sie, da ist sie! Oh Gott! Zum Glück haben wir die so schnell gefunden, das ist schon mal gut. Okay, könnte es eventuell sein... Oh, ich komme da nicht nach. Ich wollte jetzt gerade nach links gehen und da schauen, was dieses gelbe Ding da ist. Ich kann mir vorstellen, dass dort zumindest der Herzcontainer versteckt ist. Herzteil müsste ja irgendwo sein, wo wir Festungen erobern. Und deswegen erobere ich jetzt einfach mal die Festung hier. Denn es könnte natürlich auch sein, dass hier das Herzteil versteckt ist. Wir finden auf jeden Fall alles mit Gandalf.
Das ist natürlich zum einen richtig cool, weil wir dann nicht immer die Mission 5-mal machen müssen. Was ist jetzt los? König Dodongo? Was macht der denn hier? Und auf welcher Seite ist der? Der ist aber nicht auf unserer Seite, oder? Feuerspeiender König Dodongo. Okay, der ist glaube ich böse. Ja, der sieht böse aus. Ah, supi, das wird schon mal toll. Okay, unsere Truppen, beziehungsweise unsere Kommandanten oder Hauptmänner haben noch genug Leben, das ist gut. Und ich sehe da oben ganz viele böse. Ganz viele böse Dinger sehe ich da. Da gehe ich doch geschwind mal hin, um die zu töten. Auf dem Weg töte ich ein paar von euch. Aber jetzt nicht zu viele, sondern einfach nur ein paar. Eraflos? Bist du ein Boss? Seid ihr eine Art Boss? Oh nein, er hat meinen Genki-Dama aufgehalten, du fieser Fiesling. Fiso-Duck, so. Stirb mal. Haha, die Bomben haben dir, glaube ich, gar nicht geschadet. So, gleich mal Spezialangriff einsetzen. Zackedi, zack, schon Level 4. Na, das geht doch schneller, als ihr erhofft habt, ihr bösen Gano. Aber ich verstehe es noch immer nicht, weil eigentlich sind beide Parteien böse. Sowohl wir, als auch die Gegner sind böse. So, die haben wir schon mal in die... Ach, sollte es vielleicht erobern. Ich Idiot. Ihr könnt ja auch das Herzteil sein. Okay, da ist schon der Kommandant. Okay, den machen wir schnell platt. Dankeschön. Nee, hier ist definitiv gar nichts. Das ist schon mal nicht so toll. Kann es sein, dass... Nee, König Dodongo, unser Endgegner, ist ein bisschen lame. Weil den hatten wir schon mal. Und wieso werden diese Eraflosse als Gegner, also als starke Gegner angezeigt? Weil das sind doch ganz normale Eraflos-Gegner, oder nicht? Ist an denen irgendwas speziell? Also ich merke von der Stärke her absolut gar nicht, dass die irgendwie stärker sein sollen. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal die nächste Festung erobert, hoffentlich bald mal. Ja, tatsächlich, die habe ich schon erobert. Aber den Festungshauptmann habe ich irgendwie übersehen. Den habe ich irgendwie zu schnell getötet. Ja, sei es drum. Ja. Die Frage ist, the question is, wo könnte denn das Herz da versteckt sein? Herzcontainer habe ich ehrlich gesagt auch keiner. Obwohl Herzcontainer könnte ja theoretisch... Oh, volle Magie, das ist supi. Herzcontainer könnte ja theoretisch... hier irgendwo sein oder bei diesen gelben Dingern. Ich gehe hier zu Dodongo. Werde ich den schon töten? Es könnte sein, dass dann die Mission vorbei halt ist. Das will ich halt nicht. Ich schwäche den, glaube ich, einfach mal ein bisschen. Aber vorher erobere ich mal die Festung hier. Weil hier könnte natürlich auch das Herzteil drin sein. Und dann kümmern wir uns um Dodongo. Der ist ja direkt hier in der Nähe. Was jetzt? Nein! Nein, ah, dieses Ding da, dieses Goma. Wo ich dachte, es wäre ein Skorpion, aber es ist gar kein Skorpion, weil es gar keinen Stachel hat. Ja, Goma, tatsächlich, so heißt das Ding. Glubschi, ganz lieber Glubschi. Glubschi ist cooler als Goma. So, Gott, jetzt haben wir zwei von denen. Was jetzt? Noch einer, nee, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Mandala oder so? Mandala, Mendula. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Schauen wir mal. Manhandler. Okay. Manhandler ist auch da. Gott, jetzt sind einfach alle an einem Ort versammelt. Das freut mich doch überhaupt nicht. So, sterbet erstmal, ihr Wegpisser. Ihr Wegpisser. Ja, schön so. Okay. Die haben wir. Oh Gott, hier ist. Doch. Könnte sein. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch das Herzteil nicht. Aber das könnte sein, dass das Herzteil ist. Bitte. Kein. Oh, wie cool er die Kiste öffnet, beziehungsweise die Truhe. Das sieht schon mal spektakulös aus. Tatsächlich, das Herzteil ist hier drin. Sehr, sehr geil. Okay, damit haben wir das Herzteil schon mal. Ja, dann können wir eigentlich Dodongo mal... Santo, nein, nicht sterben! Bitte, stirb nicht. Behind dich, Freundchen. So, wir haben ihn geheilt. Und jetzt komm, Dodongo. Mach deine Fresse auf, Freundchen. Damit du ein bisschen Bonbons bekommst. Ah, ich dachte, er will den Rollangriff machen. Wieso machst du den Rollangriff? Wieso machst du nicht deine Fresse auf? Das wollte ich sagen. So, geht's schon? Jetzt. Geile Sache. Und wir greifen schon mal an. Komm schon. Töte ihn. Bam, 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 bam. Bam. Oh, nee, jetzt. Erst jetzt wurde der Schwächenschutz aktiviert.
Das ist nicht so cool. Oh, nein, das nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Ich greife lieber so an. Obwohl, das macht auch mehr Schaden, merke ich gerade. Aber trotzdem nimmt es zu viel. Okay, ich setze die Magie ein. Weil, so können wir ihn ganz schnell erledigen. Weil wir haben ihm schon mal die Hälfte abgezogen. Und jetzt mit der Magie können wir ihn dann nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückwerfen. Wenn wir die Attacke nämlich einsetzen. Und dann sollten wir auch die andere Hälfte seines Lebens abgezogen bekommen. Das ist eine coole Sache so. Komm, hier. Ich habe jetzt zwar die Magie verschwendet, aber ist nicht weiter schlimm. Denn die bekommen wir bestimmt auch nochmal irgendwo anders wieder. So, mal schauen, ob das schon reicht, um ihn zu besiegen. Sollte ein. Ja! Sehr schön, Dodong ist schon mal besiegt. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass mir noch immer der Herzcontainer fehlt. Das Herzteil habe ich schon mal. Das ist eine super Sache. Das ist auf jeden Fall... Nein, jetzt habe ich das tatsächlich noch eingesetzt, der Idiot. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall, das Problem... Ja, was habe ich gesagt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie mein Satz angefangen hat. Ist ja auch egal. So, schauen wir mal. Okay. Girahim geht's auch noch gut. Wollen wir uns erstmal um den anderen kümmern? Weil wir können ja 2 von 3 besiegen. Vorsicht vor den Riesenmonstern. Ja. Okay. Okay, da brauchen wir den Boomerang. So. Komm schon. Greif mal an. Und zackidi-zack. So, greif mir gleich mal an. Damit wir keine Zeit verschwenden. Komm schon. Oh. Ganondorf, hau drauf. Bam, 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 bam. Bam. Okay, nee, das ist schlecht. Das ist schlecht, das einzusetzen. Gut. Oh, jo, 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 jo. Okay. Komm schon. Uiu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 
weiß nicht, ob der Satz richtig angefangen hat. Auf jeden Fall hat es richtig geendet. So. Torwächter, stirb und sieg. Okay. Hier ist nur ein Felsen. Was bringt er mir? Da ist nix. Da ist nix! Also nichts, was mir wirklich weiterhilft. So, einmal ein Gegenstand nicht völlig irgendwas zu sein. Interessant. Danke, Girachim, für diese sehr aufschlussreiche Antwort oder Aussage. Da gibt's hier nirgends Magie, jetzt mal ernsthaft. Normalerweise sind die Festungen doch voll mit Magie. Jede Festung hat mindestens 500.000 Magie-Dinger da in sich drin. Nur jetzt gerade, wo ich sie brauche, ist da nix. Ist da nix! So, ich setze einfach mal die Spezialattacke ein, weil gegen die Bosse da kann ich sie eh nicht einsetzen, weil die da nichts bringt. Und deswegen setze ich sie hier logischerweise ein. So, komm, Exafdos, du bist erledigt. Lass bitte Magie fallen. Das sind die Magie fallen. Magie, Magie, Magie. Es dreht sich alles nur um Magie. Am nächsten von Magie. Ja, okay, dann scheißen wir mal auf Magie und besiegen sie einfach so. Oh Gott, ja, hört doch auf. Woher kommen eigentlich die Bomben her? Das ist so unfair eigentlich. So, hier ein bisschen. Hey, was fällt dir ein, hier aufzutauchen? Das gehört mir, verdammte Axt. Zack, weg mit euch. Sasch, da ist Magie. Aber das wird nie... Nee. Na. Ja, okay, ist schon mal ein Anfang. Gut, so, ich nehme mal Pfeil und Bogen. Weil Goma... Hä, wer hat Goma geschwächt? Ich habe ja nicht gegen den gekämpft. So. Okay. Und schieß. Hä, wieso? Was? Hallo? Wieso? Wieso hat es nicht getroffen? Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss den irgendwie weglocken, dass er nicht mit seinem Freund zusammen ist. So, oh, ich hab mich gefragt, wieso meine Attacke nicht getroffen hat. Aber das lag daran, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe. Beziehungsweise, ich habe mich gefragt, wieso seine Attacke getroffen hat. So, okay. Das Schlechte ist, dass der andere Typi mir auch auf die Schliche kommt. Aber ich habe Goma schon fast besiegt. Das ist schon mal gut. Komm schon, mach nochmal Dingensbummens. Ihr wisst schon, dein Laserstrahl. Mach den Laserstrahl. Nicht den. Nicht den da. Nein, da kann ich dich nicht treffen. Oh, komm jetzt. Goma. Goma, komm, sei nicht zu bio. Was sind das für Kotzkugeln? Brauch ich den am besten aus? Hey, willst du herkommen? Was ist denn los mit dir? Der hat Angst alleine, oder? Nein, nein, Gott. Was zur Hölle? Diese Samenattacke. Schaut doch an, wie viel Schaden die macht. Das ist doch ein schlechter Scherz. Zwei von diesen Samenattacken und ich bin tot. Also noch eine und ich bin tot. Ich brauche unbedingt Leben. Ich weiß, es ist nicht ganz so cool, dass ich jetzt hier wieder umherstolziere. Aber ich würde sonst sterben. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Hier ist noch ein bisschen Magie. Ey, komm, wenn ich noch ein bisschen Magie zusammenbekomme, dann knall ich dieses Mandala-Dingens weg. Weil das macht mir definitiv mehr Probleme als Goma. Goma hat irgendwie keine starken Attacken. Da ist noch ein bisschen Leben. Gut, dann könnten wir uns theoretisch wieder ranwagen. Aber ich würde eigentlich gerne Magie voll haben. Ja, komm, darauf kann ich ewig warten. Ich kann natürlich auch darauf hoffen, dass hier ein bisschen was ist. Nee, aber wenigstens ein Herz. Dankeschön, ein Herz für Foka. So, jetzt aber lieber Magie für Foka. Das war schön. So. Und wo sind die? Da sind die. Ich habe Angst vor dem Mandala-Ding. So, deswegen greife ich erstmal den hier an. Komm. Ich muss auch aufpassen, dass er mich nicht von der Seite angreift. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und komm. Hier Spezialattacke. Weil können wir eh einsetzen. Und sollte, glaube ich, auch ein bisschen Schaden machen, oder? Ja, aber Betonung liegt auf ein bisschen. Weil es jetzt fast gar nicht so... Komm schon, ich habe es trotzdem geschafft. Yes! Sehr geile Sache. Okay, Goma ist schon mal down. Goma ist down, das ist schon mal gut. Nehmen wir kurz seine Materialien. Kann uns überhaupt jemand besiegen? Ja, das andere Ding, das ist ziemlich stark. So, da brauche ich den Boomerang. Okay, Mandala, komm her. Komm her, Mandala-Dingens. Er darf mich halt nicht angreifen, das ist das Problem. Also mit dieser Samenattacke, weil die ist echt voll stark. Richtig, Imba! Ich hab's, glaube ich. Wenn ich jetzt genug abziehe, dann habe ich es eigentlich. Ja,
Komm schon, komm schon. Das sollte reichen. Bitte, bitte, das reicht. Und, war's das schon? Oder kommt da noch was? Mission Erfolg, wir haben gewonnen. Okay, sehr gut. Aber hatte ich jetzt zu viel Respekt vor dieser einen Attacke da? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu schisshaft angestellt. Aber ihr habt gesehen, wie viel die abgezogen hat. Ja gut, trotzdem, das war cool. Hat Spaß gemacht mit Gandalf. Auch wenn ich es jetzt nicht mega innovativ finde, dass halt die Gegner recycelt werden. Sie waren immerhin zu dritt da. Und wir haben... Haben wir das Herzteil? Verdammt, ich habe das Herzteil nicht, oder? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich das Herzteil eingesammelt habe. Ich habe es eingesammelt, oder? Gandalf, habe ich das Herzteil eingesammelt? Sag doch mal, rede mit mir. Er nickt. Er nickt. Das könnte sein... Das könnte sein, dass er mir zustimmt. Aber es könnte auch sein, dass er mich auslacht. Weil er lacht ja. 20 Minuten hat der Kampf gedauert. Joa, so durchschnittlich würde ich sagen. So, neue Waffen. Ach, falls ihr euch übrigens fragt, wieso ich am Anfang zwei Waffen hatte. Das lag daran, dass ich nochmal die allererste Mission mit Links Masterschwert gemacht habe. Ich wollte nur schauen, wie stark wir jetzt auf einmal sind. Also die Skulptur haben wir auf jeden Fall. Uns fehlen noch 2, 4, 6 Stück. Okay. 6 Stück für dieses Bild. Dann fehlen noch 75 für die restlichen Bild. Wir haben... Ach so, ich dachte gerade, wir haben gar nichts. Aber doch, wir haben alles. Sehr gut. Geile Sache so. Dann können wir uns ja nochmal kurz die... Oh, der ist einfach Level 27, während Gandalf irgendwie bei seinen 2 Leveln rumwuselt. So, wir, ja, komm, ich muss euch das jetzt nicht zeigen. Ich zeige euch vielleicht, was wir so für neue Sachen bekommen haben teilweise. Moment, wer ist hier am weitesten? Hier, die ist am weitesten. Einfach irgendwie, dass unsere ganzen Power-Ups verlängert werden, haben wir hier bekommen. Und das kann ich noch nicht freischalten. Verteidigungsmäßig bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich vorangeschritten. Ne, hier ist Link, kann aber neue Sachen verteidigungsmäßig lernen. Und zwar die ersten beiden Angriffe gehen. Ja, komm, die ist gut. Die nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt können wir gar nichts mehr. Aha, super, uns fehlen einfach die Items. Gut, und angriffsmäßig haben wir, glaube ich, auch schon alles gesehen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, meine lieben Damen und Herren. Bis dahin, schönen Tag noch. Alles Gute und tschüdelü.